Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Diablo 4. In der jetzigen Folge werden wir ein paar Nebenquests machen. Und ja, mal gucken, was wir so finden. Nicht mehr, bitte. Der Geruch. Der Geschmack. Ich esse das nicht. Nein. Ich bin es, Solaya. Ich bin hier. Wir sind nicht in Gul'ran. Ihr seid in Sicherheit. Das ist doch die Trolla, von der wir den Brief gefunden haben. Solaya? Uyun? Ihr seid aus Gul'ran. Nein. Lasst mich. Seid ihr wohl auf? Alles war in Ordnung, als wir abgereist sind. Aber heute ist sie einfach übergeschnappt. Ich habe eine Idee, wie ich sie beruhigen könnte, aber ich kann sie so nicht allein lassen. Vielleicht könnt ihr helfen. Ich habe einen Vorrat mit exotischen Heilkräutern in einem Versteck deponiert, in den Höhlen nordwestlich von hier. Den Tee daraus mochte Oyun immer am liebsten. Vielleicht könnte der Duft helfen, sie zu entspannen. Und er sollte ihren Magen beruhigen. Nehmt das, füllt es mit den Kräutern, wenn sie noch da sind. Bitte beeilt euch. Bleibt hier. Ich werde bald zurückkehren. Es ist die Schmugglerin, die uns geholfen hat, nach Engelsbombens reinzukommen, Uran. Jetzt ja. Hey du, ich hab da was für dich. Ja? Worum geht es hier? Tut mir leid. Ist das... Seid ihr verrückt? Wenn euch jemand damit sieht... Es gibt jetzt schon Gerüchte von heimlichen Kannibalen, die sich in den Städten verstecken. Nehmt es mit nach draußen, in den Süden, dort ist ein kleiner Gebetsschrein. Vergrabt es tief, damit die Raubtiere es nicht bekommen. Warum muss ich das machen? Warum machst du das nicht selber? Meine Güte, echt. Bin ich auch noch... Stotter oder was? Ja, ich muss ja hier runter. Yep. Auch Küken können es glauben, für Dale. Oh, eingefallen. Begrab an, Maria. Du kriegst ihn nicht. Feuer ich aus. Habe kein Mana mehr. Doch, ich hast du noch Videos. Gut. Sammelt Vorräte. Okay, machen wir dann. Jetzt geht mir erstmal schnell ihm die. Obwohl, ist ja noch welche. Mal auf damit. Geblieben. Du sagst, dass du dich verstecken kannst von mir. Kannst du vergessen. Junge, das kannst du vergessen. Ich weiß, ich brauche dich nicht mehr, aber. Ist egal. So, jetzt wollen wir erstmal schnell wieder zurückbringen. So, dein Kerlchen begraben. Gut, gut. Dieser Junge, er hätte nie nach Gul'ran gehen sollen.
Ich wollte, dass er den Hof übernimmt. Aber er hatte größere Träume. Es tut mir leid, Fremde. Ihr habt bestimmt Besseres zu tun, als einem enttäuschten Vater beim Jammern zuzuhören. Ja. Danke, dass ihr mir zurückgebracht habt. Das, was von ihm übrig war, ja. So, was haben wir jetzt hier noch? Da unten sollen wir irgendwas machen. Dann machen wir das doch mal. Moin. Hier ist euer Essen. Die Vorräte. Seid gesegnet. Wir haben alle für eine angemessene Belohnung zusammengelegt. Sie gehört euch. Was sind 2,50? 2,30. Okay, gut, Entschuldigung. 2,32. Ja, und Fertigkeitspunkt. Sehr freundlich, Dankeschön. Oh, ich habe hier noch Kapazität und Paragon-Level. Geht ab. Sind wir bald durch? Mensch. Sehr schön. Müssen wir da oben was machen? Na dann geht's da hoch. Dann schnappt man so Pferdchen und ab geht Peter. Achso, ja, das können wir dann auch noch erzählen. Lass mal bitte. Ach ja. Wo muss ich denn reiten? Da so. Nicht so lange in der Stadt bin. Du bist nicht mehr in der Stadt, also. Der Schaden ist echt gut geworden. Kann sich sehen lassen. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die da machen 10-mal mehr Schaden, aber wie gesagt, das ist okay so mittlerweile. Und da drüben ist was. Das bin mal hier durch. Was willst du denn hier rum? Ich bin noch nicht bereit. Mir fehlt das nötige Mal Zeit für die Vorbereitung. Jetzt mal mache ich das loslegen hier. Tschüss. Bleib ruhig liegen, du musst da nicht aufstehen, Mensch. Achso, das war's schon. Ja. War ja langweilig. Dann jetzt
meine Gute, ich hab die Heilkräuter. Hier. Ihr seid zurück. Oh, endlich. Hey. Mir die Kräuter. So lange ist es aber nicht gedauert. Ich weiß, meine Liebe. Gib mir nur einen Moment, um den Tee aufzugießen. Hier. Oyun, wie fühlt ihr euch? Was? Wo? Besser, glaube ich. Ja. Oh, Solaya, es tut mir so leid. Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist. Da war ein Geruch und dann dieser Ort. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich habe nie erwartet, dass es euch gut geht, bei allem, was ihr durchgemacht habt. Trinkt jetzt euren Tee. Ruht euch aus. Sie scheint sich zu beruhigen. Fürs Erste. Sobald sie stabiler ist, kann ich selbst gehen und mehr Kräuter holen. Danke. Wartet. Ich habe noch eine Bitte. Meine Tagebücher dort drüben. Könntet ihr sie mitnehmen? Bitte. Bringt sie weit weg von hier. Darf ich nicht. Darfst du nicht anklicken. Oder habe ich die schon im Inventar? Nee. Darf die Tagebücher nicht anklicken. Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Geht nicht. Seltsam. Egal. Dann halt nicht. So, jetzt zwei. Wir drüben müssen noch was abzugeben. Dann geben wir das mal ab. Ach, das war der Schmuck, genau. Den wir damals gefunden haben. Der angeblich wertlose Schmuck, den wir gefunden haben. Hey du. Mir wurde gesagt, das könnte euch interessieren. Ach ja, des einen Teudel ist des anderen. Ihr wisst schon. Was für ein Glücksfund. Es war richtig, damit zu mir zu kommen. Dieser Ring birgt eine dunkle Geschichte der Gier. Auf den ersten Blick prächtig, aber letztendlich wertlos. Schlimmer noch, wer auch immer den Ring begehrt und stiehlt, wird verflucht und dem Tode preisgegeben. Ich hoffe jedoch, dass er, wenn er in euren Besitz gelangt ist, freizügig verschenkt wurde. Doch vermutlich sollte ich ihn besser behalten. Nur um auf der sicheren Seite zu sein. Ihr könnt gerne wieder vorbeikommen, wenn ihr noch mehr interessante Stücke findet. Okay, interessante Stücke. Gut. Da unten ist irgendwas. Da will ich hin. Und dann können wir nämlich auch gleich hier ein paar Aufgaben machen. Weil, umso mehr man von diesen Aufgaben für den Baum macht, umso besseren Loot bekommt man anscheinend. Hab ich so gehört. Ob das jetzt stimmt, müssten wir überprüfen. Keks. Oh, hier sind ja noch mehr Quests. Dann gehen wir erstmal da unten aus. Ist irgendwo was? Beginnt in. Also nichts zum Porten. So bleibt das, wie es ist. Wie ihr da? Sie haben alle mitgenommen. Ja. Alles. Die Trione kam und hat niemanden verschont. Da waren nur noch Staub und Echos.
Sie wurden alle gefesselt und zum Berg gebracht. Ich habe die Toten durchsucht, die in den Klippen vertrockneten. Dava und Nara, sie fehlen noch. Ich kann sie nicht bei den Schrecken der Triune zurücklassen. Sie haben geschnitzte Armreife getragen mit Adlerflügeln darauf. Ich muss sie finden, sie anständig begraben. Okay. Wer sind die Trione? Die Trione. Schnell. Da hinten. Okay. Stufe 70. Das haben wir noch nicht. Aber wir gehen erstmal dahin und gucken mal, was da ist. Ja, ich glaube. Nein, du bist also in Ruhe. Die wollen nicht mehr aufgeweckt werden. Die sind müde. So. Hey du, was hast du? Mein Bein. Verbrannt. Ich stecke fest. Hört mal. In einem dieser Gefäße ist ein Relikt. Daran hängt eine Menge Geld. Mein Boss Rakan hat mir diesen Zauber gezeigt. Keine Worte, nur eine Geste. Genau so. Er schickt das Relikt zurück zu ihm. Ihr findet das verdammte Ding, wirkt den Zauber und wir teilen das Geld, ha? Huh? Wie funktioniert der Zauber? Man muss dafür kein Zauberer sein. Die Magie liegt im Relikt, nicht in euch. Hat zumindest mein Boss gesagt. Liegt an der Art, wie sie gemacht wurden. An Symbolen im Leben, was weiß ich. Okay, was ist das für ein Ort? Die hinterste Ritze von Sanctuario. Aber es gibt Geld zu holen, wenn man weiß, wo man suchen muss. Hier sind früher Schmugglerkarawanen durchgereist, bevor die Irren in den roten Kutten aufgekreuzt sind. Jede Menge Wagen haben gebrannt. Alle möglichen Güter sind verloren gegangen. Wie dieses Relikt. Und da kommen wir beide ins Spiel. Meint ihr jetzt die Kirche? Das ist es nicht. Das ist es nicht. Ah. Das ist es auch nicht. Lass mich raten, da ist es drin. Das ist es nicht. Auch nicht. Oh. Das ist es nicht. Ist es das? Das ist es nicht. Ah.
Wie wär's damit? Auch nicht. Hier, da ist bestimmt drin. Das ist es nicht. Aber hier. Das ist es nicht. Wie ärgerlich. Wie sieht's hier aus? Das ist es nicht. Okay. Aber da. Das ist es nicht. Hm? Hm? Das ist es nicht. Hm. Das ist es nicht. Willst du noch was anderes sagen? Oder das ist es nicht? Nur mal so jetzt. Ja, das ist, das kannst du auch sagen. Okay. Dann ist ja gut. Seltsam. Ja, das war mit Sicherheit nichts Gutes. So, jetzt haben wir das wieder weggeschickt und haben nichts bekommen dafür. Sehr gut. Wir sagen, haben es auch nicht cool. Wir sind da hoch. Hilft ja nicht, nö. Ach hier, wer war das? Kuriositäten von Salak. Das Gefäß vibriert mit den verfluchten Energien in seinem Inneren, die all dem Leid entsprungen sind, mit dem der grausame Aufseher Salak die Bevölkerung überzogen hatte. Rakan, habt ihr das erlebt? Habe ich. Sehr schön. In einem so guten Zustand. Aber wo ist meine Jägerin? Sagt mir nicht, ich habe sie auch verloren. Wie dem auch sei, wisst ihr, was das ist? Scheußliches kleines Ding. Voller Verderbnis. Hat mal einem Aufseher der Steppen gehört. Es gibt ein weiteres. Ihr werdet es für mich finden. Natürlich nur, wenn euch etwas an Gold liegt. Der kommt mir komisch vor. Wer war dieser Aufseher? Die alten Sklavenhalterkönige von Gul'ran. Sie haben die Steppe mit eiserner Hand regiert. Jetzt sind sie längst vergessen, aber ihre Relikte verbreiten an ihrer Stadt Leid. Welchem Aufseher gehört dieses Relikt? Aufseher Salak, der kranke Bastard, hat seinen Opfern gern Lava in die Kehle geschüttet. Okay. Warum sammelt ihr dieses Relikt? Na, sollte sie nicht jemand sammeln? Würdet ihr zulassen, dass ein Haufen verfluchter Relikte eure Heimat vergiftet? Das dachte ich mir. Rege uns schwer verletzt. Sie sprach von Gold. Sie ist also am Leben. Gut. Keine Sorge, Freundin. Ich sorge dafür, dass sie Hilfe und volle Bezahlung erhält. Wo ist das andere Relikt? Karajesu hatte ich gehofft, aber der Jäger, den ich geschickt habe, ist noch nicht zurück. Ob tot oder verspätet. Ich vermute, der Junge braucht Unterstützung. Vielleicht könnt ihr helfen. Okay, machen wir. Gibt es noch etwas anderes außer des Aufsehers? Ja, in der Tat. Ich hatte da von einem weiteren Artefakt gehört, aber noch keine Gelegenheit, danach zu suchen. Das Beil eines Aufsehers. Dieser Kerl war ein echter Schlechter und gab schließlich seine Fertigkeit mit der Klinge und den Spalter selbst an seine Tochter weiter. Allium.
Nach Halions Tod vermuteten die Magier eine Finsternis in dem Beil. Es gelang ihnen, es in die Finger zu bekommen und dem flüsternden Gewölbe wegzusperren. Das Gewölbe wurde schon vor langer Zeit geplündert und die Magier vertrieben. Aber ich hoffe, dass es noch immer in einer der Truhen dort liegt. Was könnt ihr mir über den Spalter sagen? Gerüchten zufolge war der Aufseher, dem er ursprünglich gehörte, ein von Eifersucht zerfressener Mann. Seine Partner fürchteten ihn mehr, als dass sie ihn liebten. Aber wie ich höre, war seine Tochter noch schlimmer. Mehr werde ich mit Sicherheit wissen, sobald ihr den Spalter gefunden habt. Okay. Gut. Damit beenden wir erstmal die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wie es weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Gonok. Bye bye.